diesen gemeinen Teilabschnitt des Ahrenbergs haben wir nun auf unseren Prüfstand übertragen und haben unser Isalco mit einem simulierten Körpergewicht von 150 Kilo 1000 Kilometer geschunden, um wirklich festzustellen, was kann das Fahrrad vertragen. Bis jetzt gibt es halt nur Fahrereindrücke. Wir wollten einfach mehr, wir wollten valide Prüfergebnisse. Wir sind die Ersten, die sowas getestet haben und haben jetzt auch wirklich die Resultate, die unsere anderen Räder halt komplett übernehmen können. Das Testergebnis war überragend. Nachdem wir die normalen DIN-Tests durchlaufen hatten, haben wir 1000 Kilometer auf härtestem Kopfsteinpflaster nochmals dieses Fahrrad geprüft und dann ein weiteres Mal die DIN-Tests erfolgreich abgeschlossen. Da wir im Crossbereich schon immer sehr erfolgreich waren, haben jetzt unsere Rennfahrer die Möglichkeit, entweder mit dem Straßenrad zu fahren oder eben auch mit unserem Crossrad. Ich habe hier ein bisschen mehr Flexibilität. An der Gabel habe ich mehr Platz. Wenn ich dreckiges Wetter habe, kommt der Dreck besser durch. Habe am Sitzrohr die gleiche Stabilität, gehe dann aber nach oben hin schmaler raus und habe dadurch mehr Flexibilität. Der Hinterbau hat auch mehr Freiraum, dass ich bei dreckigem Wetter meine Laufräder besser laufen lassen kann und habe somit auch einen großen Pluspunkt gegen die Konkurrenz.